Willkommen auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez, wo das heutige Rennen stattfindet. Die Autos stehen bereits in der Startaufstellung, schalten wir also mal kurz zur Strecke runter. Räikkönen interpretiert nicht allzu viel in seine Pole hinein, allein das Rennen ist ausschlaggebend. Es gibt nämlich keine Trophäe für die Pole, wohl aber eine echte Chance, ein paar dringend benötigte Punkte einzufahren. Gestern fuhr er wie entfesselt. Es würde mich also nicht wundern, wenn er dem Feld heute einfach davonfährt und uneinholbar wird. Aber wie wir wissen, ist in der Formel 1 alles möglich. Lassen wir uns also überraschen. Danny Quert hofft, dass die DRS-Probleme, mit denen er vor ein paar Tagen zu kämpfen hatte, nun gelöst sind. Andernfalls wird das heute für ihn ein langer Grand Prix werden. Es gab einen Schreckmoment, als es kurz vor der sechsten Runde kaputt ging. Quert hatte Glück im Unglück und konnte den Wagen abfangen, bevor er in die Absperrungen raste. Das Team ließ verlauten, dass es den Bruch eines mechanischen Bestandteils identifiziert und repariert habe. Es sollte alles wieder okay sein. Ja, Danny Quert ist das DS gebrochen. Das interessiert zwar kein Schwein, aber egal. Runde 7 oder 8. Ich dachte, die nehmen wir natürlich, weil kein anderer da ist. Ah, start mal. Du hast heute gute Chancen, das Rennen zu gewinnen. Viel Glück. Schlechter Start. Alle ziehen an mir vorbei. Ich geh jetzt ganz rein. Komm doch vergessen. Aber ich krieg auch noch die Kurve hin. So. Jetzt könnt ihr ruhig mit euch da rumkämpfen. Für mich jetzt nicht so. Gucken, wie es läuft. 18 Runden ist eine lange Zeit. Kann so einiges passieren. Aber wenn ich kürze, wird es noch schneller. Halbe Sekunde Mittel, sagt er wohl, der war. Heißt 1,96, eine Sekunde. 18 haben wir den nächsten Sektor geholt. Wir müssen am besten genügend rausfahren in den ersten Ballen. Wo war das in Kurven geschnitten? Gar nichts mehr machen lassen. Vollfang war so in Ordnung, oder? Und jetzt auf einmal nicht mehr. Wo habe ich den da abgekürzt? Jetzt kann ich abgekürzt haben. Der Rest kann uns schon nicht mehr folgen. Opa. Die Kurve ist total verkackt. Das ist, wenn man irgendwo anders hinguckt, obwohl die Strecke ganz woanders ist. Aber nicht unbedingt. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. Halbe Sekunde hat er aufgeholt. Nee, ist klar. Die Reifen sind heiß. Das ist eine kluge Feststellung. Wir haben Glück, dass uns keine Strafe aufgedrückt wurde. Ach, das war jetzt nicht abgekürzt, oder was? Bestzeit, erste Sektor, bam. Ne?
in einer richtig kleinen Verstellung. Fünfmal habe ich mich gedreht, ey, weil die Reifen zu teuer ist. Kühlen sie mal ein bisschen ab. Ach übrigens, dein Vorderreifen hat den Platten. Weil die Reifen heiß wurden. Ja, sowas Dämliches habe ich noch nicht. Die haben wirklich einen unfähigen auf der Mauer gesetzt, oder ist da? Keine Ahnung, ey. Warum fahre ich denn jetzt so neben der Linie ständig? Ups. Jetzt hat er mich. Vergiss es. Ich bremse später als du. Ups. Nicht so aggressiv. Du musst sauber überholen, sonst kassieren wir eine Strafe. Jetzt habe ich den nächsten im Nacken. Ey. Ich glaube, es hackt bei. Oh. Da vorne ist ein Reifen geflogen. Ich will jetzt nur hier rüberfahren. Da kommt er neben mir. Da ist schon gar kein Platz mehr. Oh. Da hat Viertel seinen Reifen verloren. Ups. Kann man noch weiter zurück als? Nein. Hier natürlich keinen Abtrieb. Oh, ins Line der Viertel, ey. Hier ist kein Platz, Junge. Ob ich dich nicht außen rum überholen würde. Aber fair überholt hat er mich. Und der nächste. Kann sein, dass meine Reifen schon wieder nachlaufen oder was? Jetzt bin ich ja viel besser rausgekommen. Mein Auto rutscht auf jeden Fall. Du hast es bestimmt schon gemerkt, aber wir sehen jetzt Abnutzungserscheinungen an den Reifen. Sie sollten aber noch für eine Weile passabel sein. Oh. Ich war viel zu aggressiv. Alle in Ruhe uns wieder. Okay, du bist auf P2 zurückgefallen. Gib Gas und versuch dir P1 zurückzuholen. Ja, so konnte ich jetzt wirklich nicht. Jetzt ich mal. Oh. Okay, wenn du so weiterfährst, hätte halt auch kein Mendel überholt. Jawohl. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Wir kämpfen mit allem, was uns zur Verfügung steht, natürlich. Und nach, das denke ich ein bisschen unerst. Ja, okay. Hier geht es nur noch ums Leiter. War nicht absichtlich. Mit den hier so einen langen Strich hinterlassen. Ne? Wobei, diesmal sind wir ein bisschen weit weg. Viertel kommt schon an den Box.
aber Hamilton kriegt mich diese Runde nicht. Ja, 1,4 Sekunden fast. Ist nicht in der Endfenster, dann ist es schon mal gut. Auch richtig rein. Ich kann mit den Reifen jetzt nicht mehr so fahren, wie ich es gerne möchte. Die rutschen ziemlich. Du musst vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. Ja, ich mach das nicht extra. Sie erstmal verschlucken an den Reifen. Oh. Der hat überhaupt nicht mehr gebremst. Jetzt bin ich einfach aufgestopft. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Komm mal vorbei. Nehme ich dann Windschatten. Ups. Nachricht von der Rennleitung. Sie geben dir die Schuld. Ja, nee, ist klar. Das Überholmanöver war regelwidrig. Ja, okay, das geht. Es war nicht so aggressiv, wir wollen keine Plätze wegen einer Strafe verlieren. Der hat sich selber vertan und dann bin ich leider schon drauf geschippert. Ich behalte unsere Reifen im Auge. Ich glaube nicht, dass sie noch lange durchhalten. Aber er mit Notar gehört wieder auf. Also ist nichts Schlimmes gewesen. Das sieht sehr nach Regen aus. Der ersten Platz wäre ja auf jeden Fall ein Viertel verlieren, der ist schon richtig nah dran wieder. Du musst diese Runde reinkommen. Ja, sorry. Ich konnte nicht mehr einigen. Hier auch nicht. Als ob mein Motor absterben würde, so fährt er. Zumindest vor Hamilton schon mal. Wenn alles gut läuft. Komm, Jungs. Fahr! Los, raus mit dir! Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Aber was wartet ihr denn? Boah! Ohne Scheiß jetzt mal. Auf was haben die gewartet? Wir waren noch nicht mal ansatzweise in der Spur. Müssen wir jetzt holen. Zumindest um Platz 2. Der Wagen vor dir ist jetzt auf Options unterwegs. Options am Wagen vor dir. Options? Hamilton ist ja nicht auf Options. Oh, da seht ihr, fährt jetzt schon weit vorne. Vettel wird das Rennen diesmal bringen. Was er macht, nur wieder 2 Stopp. Also sogar 3 Stopp wie in Amerika. Hamilton habe ich jetzt gar nicht. Müssen wir uns wohl mit Platz 3 bitte näher kommen. Langsam. Ups. Mache ich ohne Scheiß nicht extra. Ich kann einfach nicht wissen, weil.
schön. 2,7 Sekunden ist ja leider schneller. Gibt's Wasser hinter mir. Erstmal die Hälfte des Rennens gleich, ey. Sieht so aus, als hättest du die Strecke. Ah, bravo! Das lasse ich nicht auf mir sitzen, ey. Und davor war jetzt alles in Ordnung und jetzt auf einmal 3 Sekunden scharf, oder was? Und ja, ich weiß, ich habe schon öfters abgekürzt, aber nein, ich mach's nicht jetzt. Fahr noch nicht mal dafür besser geht dann. Also. Da bringt mir das gar nichts. So, Wasser ist hinter mir. Genau, nichts bleiben. Ja, da kann ich jetzt ohne Scheiß nichts zu. Zweieinhalb Sekunden. Mal gucken, ob das funktioniert. Und der Helmut noch angreifen kann. Wenn jetzt nichts dazwischen läuft, dann hätte er gewonnen. Schnellste Runde des Rennens gelegt. Mehr allein 18. Ja. Der Massa kommt auch immer näher. Aber jetzt auch die Medien ist eigentlich so schnell mit Zeit. Scheiße, Jungs, das bringt mir noch gar nichts. Zumal, wenn wir nur abkürzen, wenn mir das zeitlich was bringt. Das bringt mir aber nichts. Dreckige Reifen dadurch, das bringt mir gar nichts. Kurzes Update zu deinem Auto. Die Reifen sehen sehr gut aus. Momentan musst du dir keine Gedanken wegen der Abnutzung machen. Die sehen sehr gut aus. Ich habe die erst mal 2 Runden aufgezogen. Ey, komisch. Die Alzheimer oder so, seid ihr irgendwie schizophren oder was? Sieht da die ganze Zeit, sitzen da 2 verschiedene auf dem Mauer oder was? Du verlierst Zeit auf Hamilton, etwa 1 Sekunde pro Runde. 1 Sekunde pro Runde, jawohl. Massa war letzte Runde 5 Zehntel langsamer als du. 5 Zehntel. Okay, Massa ist langsamer als ich. Der erste Sektor hole ich immer richtig auf, aber dann kommt der letzte Sektor. Da fahren die irgendwas. Ich weiß nicht, ob die da mehr Traktion haben, viel später bremsen oder was auch immer. Die müsste man gerne um die Zeit erholen. Das ist jetzt auf einmal abkürzen, aber wenn ich 5 Meter hinter den Rammstein herfahre, ist das kein Abkürzen. Ist ja interessant. Wo war es denn abkürzen? Das hat mir doch gar nichts zeitlich gebracht. Vettel kommt an die Box. Vettel an der Box. 1,21. 5,2. Oh, Vettel! Macht er 2 Stops. Was denn? Die Williams Crew erwartet einen ihrer Fahrer. Sie stehen draußen in der Boxengasse. Ach, jetzt auf einmal kein Abkürzen, oder was? Sag ich doch, hätte ich Hamilton geholt, hätte ich den Sieg noch. Oh, 4,8. So habe ich jetzt keine Chance mehr. Vettel muss auch erstmal aufholen.
zwar noch ein bisschen Zeit errungen, aber... Hamilton ist 5 Sekunden vor dir. 5 Sekunden. Ja. Ich wundere mich, dass ich nicht so viel rede, aber... Konzentriere mich gerade. Ich versuche es, damit ich ein ordentliches Ergebnis für euch rausfahren kann. 1:21:4, ja, das sieht doch gut aus. Jetzt die erste Runde mal schneller als Hamilton. Sein Pulver verschossen hat. Jetzt abkürzen. Gerade mit den Jungs. Wie oft soll ich das noch erzählen? Wer bringt mir alles? Wenn ich irgendwas von Streckenbegrenzung oder Strecken sagen kann. Hey, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 10 Sekunden. 10 Sekunden, ne? Muss ich auch erstmal auf. Kann er vergessen. Ist ja fast 2 Sekunden pro Runde auf und er kommt. Ja, ist ja cool. Bleib da ruhig dann. Ah, seht ihr, jetzt ist auch kein Abkürzen. Sehr komisch. Das Rennen ist für uns vorbei. Das Rennen ist für uns vorbei. Warum das denn? Seid ihr dumm? Schwarze Flagge, ich gebe euch. Unglaublich. Oh, Hamilton geht auch an der Box. Warum geht die an der Box? Wollen sie mal machen, ey. Sollen sie mal machen. Schenken sie mir sozusagen den Sieg, ey. Wollen sie sich etwa nicht mit den Reifen zu Ende? Na, dann kommen wir dran. Wir müssen jetzt eigentlich 2 Sekunden pro Runde aufholen. Und dann noch an mir vorbeikommen. Ich fahre jetzt schon vorsichtig. Großen Fehler mehr mache, habe ich gewonnen. 1:22:1. Müssten sie schon 1:20 herumfahren. Na, dann traue ich den sogar zu. Ah. Gib auf deine Reifen acht. Unsere Daten zeigen Abnutzungserscheinungen. Du hast sie wahrscheinlich schon bemerkt. Vier Runden nochmal. Könnte eventuell in der letzten Runde nochmal spannend werden. Für die. Jetzt sind wir eine Box, nee, habe ich verloren. Eine Sekunde im Mittelsektor verloren. Grüne Flagge, grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Was denn jetzt schon wieder? Ja, ich musste noch irgendwie ausweichen, seid ihr behindert?
Das hat mir zeitlich doch überhaupt nichts gebracht. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen. Jetzt reicht's mir aber. Mal konzentrieren jetzt. Zweiter bin ich schon mal sicher. Ey, ohne Scheiße, ist auf Ideallinie. Was soll ich machen? Soll ich hinter dem parken oder was? So, jetzt genehm, Jungs und Mädels, deine Rennkommission. Irgendwie hält der Vettel auch noch auf. 1,23,0 deswegen, ne? Wow. Jetzt sehen die Reifen aus, die sind ziemlich im Arsch. Vettel schließt langsam zu dir auf. Ja, das reicht nicht. Die 100 ihn kostet. Außer mein Reifenplatz jetzt, dann habe ich verkackt. Wenn mir jetzt kein Abkürz mehr ist. Hamilton ist aber schon mal raus. Ohne Scheiße, was ist denn das? Schwarze Flagge, oder was? Für sowas? Schwachsinn. Kann nicht euer Ernst sein, ganz ehrlich. Fast 3 Sekunden da aufgeholt. Ja, diesmal ist es in Ordnung, oder was? Die wissen auch nicht, was sie wollen. Diese Reifen über den Zielschlüppel, dann kostet das. Aber ich werde eher langsam als schneller noch. Ah! Gerade mich genauso darüber gefahren. Aber diesmal ist es in Ordnung, oder was? Eine Sekunde im Mittelsektor, also ich habe meine Bestzeit. Na, komm mal. Letzte Runde jetzt. 22 Minuten sogar noch. 3,5 habe ich jetzt noch. Das könnte knapp reichen. Und auch nur, weil die einen Stock mehr natürlich gemacht haben. Versuch bitte, die Bremsen zu erwerben. Versuch bitte, die Bremsen zu erwerben. Hätte er jetzt anscheinend aufgegeben. Mal gucken, wer dritte wird. Ups. Da kommen 6 Sekunden.
hier keinen großen Fehler mehr machen, habe ich's. Noch einmal hier durch. Nochmal winken. Und jetzt habe ich's. Jawohl. Vor Vettel mit den abgekauten Reifen. Yes. Der Weltmeister steigt auf seinen Thron wieder. Jawohl. Vor Kwiat, ey. Aber die Reifen waren am Ende. Oh, Vettel hat auch die härteren drauf gehabt. Aber das verstehe ich nicht ganz. Der geht zwei Runden vor mir. Und dann geht er nochmal in den 10. um sich nochmal die Härte. Hat er zweimal weich gefahren? Muss ich nicht verstehen. Auf jeden Fall Hamilton ist ausgeschieden. Nicht durch meinen Motorschaden oder sowas. An diesem Tag hat er die WM entschieden. Kimi Räikkönen schafft das Doppel. Er gewinnt das heutige Rennen und holt sich die Fahrerweltmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch an ihn und an Ferrari. Das habe ich in den letzten Rennen gewonnen, sind die dumm? Team haben dieses Jahr hart gearbeitet und verdient den Titel gewonnen. Es war toll, dass Sie dieses Wochenende dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Egal. Felipe Massa hat 5 Sekunden gekriegt. Okay. Kwiat hat auch die schnellste Runde gefahren. Gut, meine schnellste Runde hatte ich keine Chance gegen die. Aber hier 2 Stops. Felipe Massa 2 Stops. Die haben alle 2 Stops gemacht. Und die einen Stopp hatten. Ja. Hamilton, habe ich geguckt, wäre ausgefallen. Rosberg auch. Ne, Hamilton hat eine Runde Rückstand gehabt. Der Platten oder sowas gehabt. Rosberg ist leider ausgeschieden. War ich leider nicht. So. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken hier. Den Rest, ja. Da sind einige schneller rumgefahren als ich, aber. Okay, viele haben auch 2 Stops gemacht, aber für mich hat 1 Stopp gereicht, also weiter. 123 Punkte auf Hamilton. Habe ich ja fast 5 Rennen Vorsprung. Ja. Sind nur noch 2 Rennen zu fahren, also passt das. So. Ja, Konstrukteurswerte müssten wir auch haben. Die haben wir auch, sind nur noch 86 Punkte maximal zu vergeben. Wir haben 117 Vorsprung, sind wir Konstrukteursweltmeister. Bam. Fahrerweltmeister und Konstrukteursweltmeister. Hier fangen wir einen schlechten Start an, ey. Fahren aber alle auch vorbei, ey. Von 1 auf fast 6 geflogen. Okay, oh. Da war ich mal kurz jemand in der Luftmache. Ich frech einfach reingefahren. Ey. Aber fast wurde ich auch disqualifiziert. Ich wurde schon 4-mal, glaube ich, disqualifiziert. Wegen Abkürzen, aber. Schwachsinn gewesen. Egal. Machen wir weiter. Ach ja. Wir haben alles, was wir in dieser Saison erreichen konnten, haben wir schon erreicht. Ist es nur noch, ja, Schaulaufen, sagen wir es mal so. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part in Brasilien wieder, wenn wir versuchen, das Rennen wieder zu gewinnen auf Legende. Hier in Mexiko haben wir es geschafft. Mal gucken, ob Brasilien auch klappt, ist genauso. Sogar noch eine kürzere Strecke. Beziehungsweise von der Rundenzeit her kürzer. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, wir sehen uns da wieder. Bis dahin sage ich, schau da rein und tschaußen.